Ich bin der Flamu Schala von der Firma Fokus Strategie GmbH an der Grendelstraße 19 bzw. Grendel 19, also beim Grendel 19, hier in Luzern und gebe Unterricht in Mathematik, und zwar online. Wir haben den Montag, 2. August 2021 und sind die Aufgabe Nummer 3a. Es geht um eine Person, die beispielsweise ein Produkt bestellt, sagen wir, die Person bestellt Früchte. Oder sie bestellt es. Da geht es um einen Preis von 501,60 Franken. Also, sagen wir, das ist ein Velo oder ein Elektrovelo. Ja. Es gibt einmal. Da geht es zuerst einmal auf 20% Ausstellungsrabatt, also eine Vergünstigung von 20% bei der Ausstellung. 20%, das nennen wir das Rabatt. Heiß. Oder Vergünstigung Heiß, ja. Und dann haben wir noch eine zweite Vergünstigung. Und zwar geht es bei Sofortzahlung nochmal eine Reduktion, also eine Senkung von 5% vom Preis. Jetzt haben wir eines 20% und eines 5% Senkung. Viele machen hier den Fehler. Wahrscheinlich machen hier viele den Fehler, dass sie einfach vom Ursprungspreis 25% reduzieren, was natürlich komplett falsch ist. Und wir werden auch gerade sehen, warum das so ist. Und wir haben hier einen Schlusspreis von 501,60 Franken. Das heisst, ich schreibe mal hier unten, das ist der letzte Preis, also 501,60 Franken. Für diesen Preis kaufen wir jetzt ein Elektrovelo. Jetzt ist die Frage, was ist der Preis von dem Elektrovelo ursprünglich gesehen, also am Anfang, bevor wir da überhaupt einen Rabatt drauf gesetzt haben. Also wir haben hier einen Ursprungspreis, X. So viel hat das ursprünglich mal gekostet, oder ich schreibe es da ganz oben auf. X, 501,60 Franken. Und hier beim X haben wir noch Platz für den Ursprungspreis. Ja, den suchen wir jetzt. Das heisst, wir haben den Ursprungspreis X. Sagen wir mal, das Elektrovelo hat 1000 Franken gekostet. Ursprünglich, ja, das ist der Preis von 1000 Franken. Und jetzt wird der Preis um 20% gesenkt, das heisst, er geht um 20% runter. Wie rechnen wir das? Wir nehmen hier den 1000er und rechnen minus 20%. 20% ist immer, das bezieht sich auf etwas. Das bezieht sich in dem Fall auf den Betrag, ja, auf die 1000er. Auf die 1000 Franken. Und jetzt haben wir auch 1000 minus 20% mal 1000. Das bedeutet wiederum 1000 minus, also 20% pro Cent. Cent heisst 100. Also rechnen wir da 1000 minus 20 geteilt durch 100 mal 1000. Also wir können auch sagen, nehmen wir einen einfachen Preis. Nehmen wir einen Preis zum Beispiel von 200 Franken oder von 50 Franken. Einfach damit wir da jetzt nicht. Das heisst, jetzt nehmen wir die 50 Franken und ziehen von diesen 50 Franken 20% davon ab. Das geht dann 50, 20 geteilt durch 100. Das ist also 20% ist gleich 20 geteilt durch 100. Das können wir kürzen auf 2 geteilt durch 10. Ja, also das ist ja oben dran 2 mal 10 und unten dran ist es 10 mal 10. Dann streicht man das 10 oben und unten. Und dann noch 2 über 10 und 2 über 10, das ist nichts anderes als 0,2. Ja, also 0,2 plus 0,2 gibt 0,4, dann ist man bei 0,6 oben, 0,8. Und ja, wenn man 10 Schritte hochgeht, dann ist man beim 2 oben. Also haben wir noch 50 minus 0,2 mal 50. Und das gibt 50 minus 0,2 mal 50, was gibt das? Ja, das sind
ist 10. Ja, 50 geteilt durch 10 ist 5 mal 2 ist 10. Haben wir am Schluss 50 minus 10, also 40. Und das heisst, hier eine Reduktion von 20% bedeutet, dass wir um 10 runtergehen. Also der Preis wird um minus 10 gesenkt. Jetzt können wir das natürlich noch anders schreiben. Wir können hier folgendes schreiben: 50 mal 1 minus 0,2. Und das ist das gleiche wie 50 mal 0,8. Also anstatt dass wir 50 mal 1 und nachher dann noch minus 0,2 mal 50 rechnen, dann rechnen wir einfach direkt 50 mal 0,8. Und das gibt direkt 40. Jetzt war aber der Anfangspreis nicht 50 gewesen, sondern der Anfangspreis war x gewesen. Also schreiben wir einfach auf. Schreiben wir hier auf. X mal x minus die 20% mal x. Und das ist das gleiche wie x mal 1 minus 0,2. Oder wir schreiben einfach direkt auf x mal 0,8. Das ist jetzt mal der erste Schritt. Ja, das gibt uns jetzt einen Preis, einen neuen Preis, eben die 40 Franken. Und jetzt ziehen wir von diesen 40 Franken nochmal 5% ab. Und hier sehen wir jetzt, wieso man das getrennt rechnen muss. Und nachher kommen wir eigentlich zur eigentlichen Aufgabenlösung. Jetzt ist es so, jetzt ist die neue Basis, das ist 40 Franken. Jetzt nehmen wir von diesen 40 Franken 5% weg. 5%. Ja, also jetzt haben wir 40 minus 5% von was? Von eben 40. Und das ist nichts anderes als 40 minus. Haben wir ja vorhin gesehen, 5% bedeutet nichts anderes als 5 geteilt durch 100. Und das ist 0,5 geteilt durch 10, beziehungsweise 0,05. Also schreiben wir dann 0,05 mal 40. Und 0,05 mal 40, was gibt das? 10% von 40 sind 4. 0,05, das ist einfach 2. Also rechnen wir jetzt hier 40 minus 2. Und das gibt 38. Wir müssen hier immer noch das gleiche Zeichen schreiben. Jetzt sind wir hier unten bei 38 und haben dann 2 abgezogen. Jetzt müssen wir dann also Folgendes beachten. Hätten wir mit 25% Reduktion gerechnet, dann würden wir von der Basis 50 abziehen. 5%, ja. Also wenn wir jetzt so machen, 50 minus 5% von 50. Das gibt natürlich einen anderen Wert. Warum ist 5% von 50? Jetzt kann es sein, dass ich vorher schon falsch gerechnet habe, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Nein, das ist richtig. 2,5 ist das, 0,05 mal 50, das ist 2,5. Also haben wir da 50 minus 2,5. Das ist 47,5. Also da sehen wir, da ziehen wir 2,50 ab und da ziehen wir nur 2 Franken ab. Also hätten wir am Anfang 25% von 50 abgezogen, dann wären wir bei 50 mal 0,75. 37,50 Franken, da sind wir bei einem eine grössere Reduktion, also das ist der Preis viel tiefer da unten, als wenn wir eigentlich 20% abziehen und nachher nochmal 5% abziehen. Und die 5% beziehen sich sozusagen auf die neue Basis. In x ausgesprochen, was ist die neue Basis? Was ist jetzt 40? Das ist eben der Wert hier nicht. X mal 0,8. Mal 0,95. Warum das? Weil wir ja hier, das ist ja immer, da haben wir immer das gleiche Zeichen. Weil wir ja jetzt neu haben, x. X mal 1 minus 0,2. Mal, und jetzt neu, 1 minus 0,95. 1 minus 0,5, Achtung, 0,5, genau.
Genau, jetzt haben wir noch mehr. X mal 1 minus 0,2 mal 1 minus 0,05. Das ist sozusagen. Also x ist 50. Da reduzieren wir ja das auf 40 runter. Und die 40 Franken, die nehmen wir ja so mit und reduzieren die einfach hier nochmal um den neuen Rabatt, um die neue Preisreduktion. Also muss das hier am Schluss, also x. Man kann das auch so schreiben. X gleich x mal. X minus 20% und das Ganze in Klammern. Minus 20% von x, das Ganze in Klammern minus. Und dann müssten wir eben nochmal 80% von dem ganzen Betrag abziehen, darum schreiben wir jetzt das hier so nicht auf. Gut. Das heisst jetzt, das hier am Schluss, das muss die 501,60 Franken geben. Also wir können jetzt die Gleichung aufschreiben. Jetzt haben wir also x mal 1 minus 0,2 mal 1 minus 0,05. Und das gibt ja am Schluss da den Schlusspreis. Und in unserem Fall ist das 501,60 Franken. Und jetzt müssen wir einfach die Gleichung noch auflösen und dann haben wir das Ganze. Dann sehen wir, das ist ja nichts anderes als x mal 0,8 mal 0,95 gleich 501,60 Franken. Jetzt teilen wir das auf beiden Seiten mit 0,8 und mit 0,8 mal 0,05, aber gehen wir Schritt für Schritt vor. Also haben wir x mal 0,8 mal 0,95 durch 0,8, das streicht sich, also das kann man rausstreichen, dann haben wir 501,60 Franken, 0,8. Oder ich fange mit 0,95 an, damit wir gerade sehen, was der vorherige Preis war. Dann haben wir das wie als Zwischenpreis gerade noch drin. Das ist vielleicht noch ein bisschen intelligenter oder sinnvoller, sagen wir es so. Jetzt haben wir durch 0,95 und hier ist 501,60 durch 0,95. Jetzt streichen wir das dort aus, dann haben wir da x mal 0,8 und 501,60 durch 0,95. Und das ist 528, also jetzt sind wir eigentlich bei dem Preis. Das ist der Preis nach der ersten Preisreduktion. Franken. Und jetzt teilen wir das natürlich noch mit 0,8. Dann haben wir hier x mal 0,8 durch 0,8. Also wir hätten auch anders vorgehen können, das ist gar kein Problem. Also zuerst 0,8 wegnehmen, aber dann hätten wir diesen Preis hier nicht bekommen. Dann hätte es einen anderen Preis gegeben. Es gibt nämlich zwei Wege sozusagen. Gut, dann haben wir hier 528 durch 0,8. Was gibt das? Das gibt 660. Jetzt haben wir das x gleich 660. Und das ist unser Ursprungspreis. Jetzt haben wir x gleich 660. Und das ist unser Ursprungspreis. Ja, wenn wir jetzt hier 660 einsetzen, oder ich mache das parallel dazu, so wie ich das verstanden habe, ist das Prozentrechnen oft wird das nicht so gut verstanden. Ich denke, man muss es nur 2-3 Mal richtig machen und dann geht das schon. Jetzt haben wir hier einen Ursprungspreis von 660, reduziert um 20%. Ja. Also 10% sind 66. Und 20% davon sind dann 120, 132, also geht der Preis um 132 aber da um 20% runter. Also 0,2 mal 660, das ist 132, jetzt rechnen wir 660 minus die 132 und dann hier einen neuen Preis von 528, das ist schon mal richtig.
Und jetzt wird der Preis nochmal um 5% gesenkt. Ja, und zwar 5% von diesen 528. Also können wir einfach 0,95 mal 528 rechnen. Und auch vorher hätten wir einfach 0,8 mal 660 können rechnen. Das ist mir bei einem Verkaufspreis von 501,60 Franken. Jetzt kann man noch fragen, ja, wie viel ist jetzt eigentlich der Preis gesenkt worden, der Ursprungspreis insgesamt? Ja. Und dann merkt man, dass das eben nicht 25% sind. Da rechnen wir 501,60 Franken. Geteilt durch 660. Dann haben wir hier als Faktor 0,67. Wir müssen dann 1 minus die 0,67 rechnen. Und merkt, der Preis ist um 24% runtergegangen. Eigentlich, ja. 660 minus 24. 660 minus 24% von 660. Das geht eben dann genau 501,60 Franken. Ja, also aufpassen. Das ist hier nicht gleich wie eine Reduktion von 25%. Das ist aber nicht. Das habe ich gerade mal, also ich glaube, ich habe das, doch ich habe das gerade am Anfang gesagt, dass es eben nicht 25% ist und dass man eben dort muss aufpassen. Warum das so ist, das haben wir jetzt in dem Video gesehen. Es gibt noch einige Lektionen, wo wir genau das anschauen. Gut.